Ich würde es jetzt vielleicht nicht unterschreiben, aber ist es nicht so, wenn man die richtige Bedienung hat und sich wohlfühlt, dann verzeiht man eher mal noch einen Fehler in einem Gericht. Wenn aber sich der Gast nicht wohlfühlt, nicht wahrgenommen fühlt und das Essen noch so gut ist, kann man nicht mehr ausrichten. Uns liegt sehr viel daran, dass wir Qualität nicht nur im Food-Bereich, sondern eben in der ganzen Dienstleistung, vom Empfang über einen Service bis in die Küche, sogar bis zum Abwaschen, dass wir die immer hoch behalten können. Wir wollen eine gleichstehende, gleichbleibende Qualität, dass der Gast weiss, wenn er sagt, ich gehe wieder ins Casino, damit er wieder gleich bedient wird, damit er den gleichen Fisch in der Salzkruste hat. Sogar gewisse Spezialitäten, dass die Leute extra wegen dem kommen, aber nicht Schwankungen drin haben, dass man mal länger wartet, dass man mal grössere, kleinere Portionen hat. Das Schönste wäre, eine gewisse Konstanz hineinzubringen und dann auf dieser aufbauen können. Zum Beispiel, oder es gibt auch andere Fehlerquoten, die der Gast jetzt vielleicht so gar nie wahrgenommen hat. Punktuell Glasbruch, Porzellanbruch, der sich verbessert hat, wo wir viel weniger Bruch haben. Wir haben viel weniger Leerläufe, wir haben viel weniger Tippfehler. Momentan sind wir uns sehr stark am Verbessern, was die Aufteilungen der Stationen anbelangt. Also der Servicemitarbeiter, und wir haben sehr gute Servicemitarbeiter, die genau wissen, welche Tische gehören zu ihren Stationen. Somit weiss dann auch wiederum der Gast, wer ist für sie zuständig. Der Gast kennt uns am Namen und somit macht es das Ganze viel persönlicher. Und das ist doch eigentlich das Schöne. Er hat gesagt, das ist ja flott. Er hat gesagt, das mache ich nur, weil es gefilmt wird. Ja. Stimmt. Ja, ja, das stimmt. Der Salodor, Bistrobar, das Restaurant, der Chefstisch, die japanische Tradition und der Zunfttisch. Und jetzt kommt der Gast rein und sagt, ich möchte gerne etwas essen. Ja, aber wo? Wollt ihr gerne etwas essen? Im Restaurant, am Chefstisch, an der Bistrobar. Und wenn er einfach näher in den Raum hineinschaut, sagt er, ja, wo sind denn die unterschiedlichen Konzepte? Die sind eben so nicht ersichtlich. Es ist räumlich nicht unterteilt. Die einzelnen Restaurationen oder die einzelnen Outlets sind für ihre Standorte konzipiert worden. Und jetzt bieten wir überall die Möglichkeit, zu sagen, ich hätte gerne ein Sushi-Plättchen zu der Vorspeise, aber nachher möchte ich den Zwischengang von der Bistrobar haben, aber der Fisch in der Salzkruste will man dann nicht lang gehen vom Restaurant und die können wir eben so nicht durchmischen. Mir ist bewusst, dass wir sehr viel verlangen von unseren Servicemitarbeiterinnen und Servicemitarbeitern. Vielmals wird verlangt, dass man flexibel ist, pünktlich und freundlich. Das sind für uns Grundvoraussetzungen. Hier tun wir am Tisch tranchieren. Hier haben wir vorher an der Bistrobar ein Menü, das wie in einem Gourmet-Lokal daherkommt. Mal können ein Cappuccino machen mit einem schönen Herzchen drauf. Am Zunfttisch, wo ein Esstheater zelebriert wird, wo es wirklich voll terminiert muss sein. Wir verlangen extrem viel. Dass das nicht gerade vom ersten Tag an klappt, ist klar. Durch die Corona, die Zeit, die freie Zeit, haben wir genutzt, neue, gute Leute zu rekrutieren, Standards zu definieren, die Leute zu schulen. Wir können uns auf den Gast konzentrieren. Der Mitarbeiter fühlt sich wohler, er fühlt sich wahrgenommen, wertgeschätzt. Und wenn sich der Mitarbeiter wertgeschätzt fühlt, die Küche gute Leistungen bringt, das ist ein Zusammenspiel und somit profitiert der Gast automatisch. Also, wie heisst der? Will Ferrell, der Schauspieler. Also, wenn der mal ins Casino kommt, bin ich überzeugt, der will uns gerade heiraten.